der Grand Canyon. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst im Grand Canyon gedreht. Der Grand Canyon eckige Klammer auf Grand Canyon eckige Klammer zu ist eine steile, etwa 450 Kilometer lange Schlucht im Norden des US-Bundesstaats Arizona, die während Jahrmillionen vom Colorado River ins Geeste in des Colorado Plateau gegraben wurde. Der größte Teil des Grand Canyon liegt im Grand Canyon Nationalpark. Der Canyon zählt zu den großen Naturwundern auf dieser Welt und wird jedes Jahr von rund 5 Millionen Menschen besucht. Der Grand Canyon erstreckt sich von Nordosten nach Westen im Norden Arizonas. Er trennt den Nordwesten des Bundesstaates, den sogenannten Arizona Strip, vom Rest Arizonas. Über den eigentlichen Grand Canyon gibt es keine Brücken. Süd- und Nordufer des Colorados sind auf Straßen nur östlich des Nationalparks bei Les Ferre und Page oder rund 400 Kilometer weiter im Westen über Nevada am Hoover Dam verbunden. Der Südrand ist von Flagstaff zugänglich, der Nordrand und der Arizona Strip sind kaum besiedelt, die nächstgelegene Stadt ist St. George, im benachbarten Utah. Der Grand Canyon ist etwa 450 Kilometer lang, davon liegen 350 Kilometer innerhalb des Nationalparks, zwischen 6 und 30 Kilometer breit und bis zu 1.800 Meter tief. Der Name des Canyons stammt vom Colorado River, der früher in Teilen Grand River genannt wurde, deutsch, gewaltiger Fluss-Canyon, aber auch großartiger Fluss-Canyon. Das Gebiet um das Tal wird in drei Regionen aufgeteilt. Den Südrand, South Rim, der die meisten Besucher anzieht, den im Durchschnitt ca. 300 Meter höher gelegenen und kühleren Nordrand, North Rim, und die innere Schlucht, Inner Canyon. Der Südrand des Grand Canyons liegt im Durchschnitt auf 2100 Meter UM, während der Colorado im Durchschnitt auf 750 Meter UM fließt. Flussaufwärts. Im südlichen Utah liegen andere große Schluchten des Colorado. Der Glen Canyon, der seit 1964 im Stausee des Lake Powell versunken ist, galt landschaftlich als besonders schön. Weiter im Nordosten liegt der Canyonlands Nationalpark. Flussabwärts, in der Nähe von Las Vegas, liegt der Stausee Lake Mead am Hoover Staudamm. Bereits vor über 3.000 Jahren lebten Menschen im Bereich des Grand Canyon. Die Desert Culture genannten Indianer waren Jäger und Sammler, die Körbe und Sandalen herstellen konnten und mit Speerspitzen aus Stein auf die Jagd gingen. Vor etwa 2.000 Jahren besiedelten die als Anasazi bekannten Völker das Gebiet. Sie wohnten in Lehmhütten und bauten ihre Behausungen in die Wände der Schlucht. Sie lebten von der Landwirtschaft und hinterließen viele Felszeichnungen. Vor circa 700 Jahren verschwanden die Anasazi aus bis heute unbekannten Gründen plötzlich. Die ebenfalls zur Pueblo-Kultur gehörenden Hopi sind ihre Nachfahren und lebten wie andere Indianerstämme in jüngerer Vergangenheit in der Gegend. Noch heute wohnen Havasupai-Indianer im Canyon. Erforschung durch Spanier und Amerikaner. Der Grand Canyon wurde durch García López de Cárdenas aus Spanien erstmals von einem Europäer gesichtet, der im Auftrag des Eroberers Francisco Vázquez de Coronado auf der Suche nach den sagenumwobenen sieben Städten von Cibola war. Er kam im September 1540 mit einer Gruppe spanischer Soldaten und mit Führern der Hopi-Indianer am Südrand der Schlucht an. Drei Soldaten stiegen in die Schlucht, kehrten aber nach etwa einem Drittel des Weges aus Wassermangel um. Der Grand Canyon wurde als wertlos eingestuft und über 200 Jahre von keinem Europäer mehr besucht. Im Jahr 1776 kamen zwei spanische Priester bei der Erforschung des südlichen Utah am Nordrand des Canyon entlang. Sie waren auf der Suche nach einem Weg von Santa Fe, New Mexico, nach Kalifornien. In den 1850er Jahren schickte der Mormone Brigham Young die ersten Siedler in das Gebiet, mit dem Ziel, eine einfache Möglichkeit zur Flussüberquerung zu finden.
Nachdem die Siedler gute Beziehungen zu den einheimischen Indianern geknüpft hatten, wurden zwei Orte zur Überquerung des Flusses entdeckt, Lees Ferry und Pierce Ferry. Satellitenfoto des Grand Canyon. Berühmt wurde die wissenschaftliche Expedition des einarmigen John Wesley Powell, der am 24. Mai 1869 mit 9 Mann und 4 Holzbooten in Green River, Wyoming aufbrach. Nach 1.500 Kilometer und durch zahlreiche gefährliche Stromschnellen im Green River und im Colorado River kam die Expedition schließlich am 30. August zum Virgin River, dem Endpunkt des Grand Canyon. 2 Jahre später wiederholte Powell die Fahrt und fertigte genaue Karten und Berichte an. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Er gab dem Canyon auch seinen heutigen Namen. Entstehung des Nationalparks. Am 11. Januar 1908 wurde das Gebiet um den Grand Canyon durch US-Präsident Theodore Roosevelt, der sich oft in dem Gebiet aufgehalten hatte, zum Nationalmonument erklärt, bevor es am 26. Februar 1919 als Nationalpark unter Schutz gestellt wurde. Die Einrichtung des Parks gilt als früher Erfolg der Naturschutzbewegung. Der ganze Park ist seit seiner letzten Erweiterung 1975 ca. 4.900 Quadratkilometer groß. 1979 wurde der Grand Canyon in die Liste des UNESCO-Weltnaturerbes aufgenommen. Die meisten Geologen stimmen überein, dass sich das Einzugsgebiet des heutigen Colorado River, zu dem der Grand Canyon gehört, vor 40 Millionen Jahren gebildet hat. Der Grand Canyon selbst ist höchstwahrscheinlich nicht viel älter als 5 bis 6 Millionen Jahre, wobei der Hauptteil der Tiefenerosion in den letzten 2 Millionen Jahren erfolgte. Ergebnis dieser Erosion ist eine der vollständigsten Schichtenabfolgen unseres Planeten. Die Abfolge reicht vom metamorphen Grundgebirge, älteste Datierung liegt zurzeit bei 1840 mbP für den Elveskasm-Granite, im tiefsten Bereich der Innergorge bis zum 230 Millionen Jahre alten Kaiba-Limestone am Canyonrand. Das polymetamorphe Grundgebirge wird diskordant von nicht-metamorphen proterozoischen Sedimenten überlagert. Diese wurden später verkippt und dann im Kamparium ihrerseits von einer paläozoischen Schichtenfolge transgrediert. Wir verfügen deswegen über keine kontinuierlichen Aufzeichnungen, sondern sind mit 2 bedeutenden, und mehreren kleineren, Schichtlücken konfrontiert. Viele der Gesteinsformationen kamen entweder in warmen Flachmeeren, in Küstennähe, Strandbereich, oder in Sümpfen zur Ablagerung, synchron mit der mehrmals über den Kontinentalrand von Proto-Nordamerika oszillierenden Küstenlinie. Ausnahmen bilden der Coconino-Sandstein, den die meisten Geologen, aber durchaus nicht alle, als Wüstensanddünen interpretieren, sowie Teile der Supergruppe. Die große Tiefe des Grand Canyon, rund 1600 Meter, und die Gesamtmächtigkeit seiner Schichtenabfolge, die meisten Schichten wurden unter Meeresniveau gebildet, lassen auf eine Heraushebung des Colorado Plateaus um 1500 bis 3000 Meter schließen. Dieser Hebungsprozess erfolgte im Zuge der Laramischen Gebirgsbildung, die vor ca. 65 bis 70 Millionen Jahren einsetzte und die Rocky Mountains entstehen ließ. Durch die neu entstandene Barriere konnte der Colorado nun nicht mehr in seine ursprüngliche Richtung nach Südosten abfließen. Deshalb grub er sich ein neues Bett quer über das im Entstehen begriffene Colorado Plateau. Der Fluss bekam jetzt das Schmelzwasser der Rocky Mountains und zusätzlich mit dem größeren Gefälle hatte er wesentlich mehr erosive Kraft, um die Ausfräsung des Grand Canyons zu beginnen. Der Colorado floss nun durch Bruchzonen im Gestein, die durch die Anhebung des Colorado Plateaus entstanden waren. Dort trug er das Gestein schneller ab, da es zerrüttet und ineinander verschoben war. Innerhalb von Millionen Jahren grub sich der Colorado immer tiefer ins Gestein ein. Heute arbeitet er an sehr harten und alten, 1,8 bis 1,4 Milliarden Jahre, Granitschichten im Grundgebirge. Da diese Schichten schwer zu erodieren sind, trägt der Colorado erst weichere Schichten an den Rändern ab,